Ja, hallo liebe Messerfreunde, im heutigen Video zeige ich euch den Leongma Lenny Flipper. Willkommen beim New Edge Outlaw. Ja, das ist ein Messer, das von der grundsätzlichen Bauform in letzter Zeit öfter mir über den Weg läuft. Eins der Lenny Messer. Ob es JE Design ist, ob es Peña Knives ist, ob es teilweise sogar noch klassischere Messer sind. Grundsätzlich gibt es diese Form mit Bolstern, mit verschiedenen Griffmaterialien und mit so einer, ja, im Groben und Ganzen eine Clip-Point-Klinge, gibt es das öfter in letzter Zeit, wie gesagt. Und mir gefiel dieses Messer des chinesischen Herstellers oder Designers Leongma sehr gut. Ich habe das Messer bei unserem Frank, bei dem Supracore gesehen, der hat dieses Messer mit Mikata-Beschalung. Sehr schönes Video auch. Ich sehe mal zu, dass ich es auch verlinke. Da könnt ihr auch das Messer bestaunen und es ist wirklich ein schönes Video. Ja, ich habe es da gesehen und seitdem ist es mir eigentlich auch nie so ganz mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe die Augen aufgehalten. Allerdings sind diese Messer aus chinesischer Produktion. Die werden bei Riyadh gefertigt. Ja, die sind unnormal teuer eigentlich für einen chinesischen Hersteller, für... Selbst wenn es Riyadh ist, dann kommt man an so ein Messer meist nicht unter 400 Euro dran. Neu sind sie bei 450, 480 Euro. Also das ist schon recht heftig, was da aufgerufen wird. Was bekommt man dafür? Man bekommt aktuell eine Klinge aus M390 Klingenstahl, was aber auf dieses Messer, das wohl noch aus einer etwas älteren Produktion stammt, nicht zutrifft. Hier ist verbaut der S35 VN Klingenstahl. Ihr seht, ja, wenn man so möchte, ist es eine Art Clip-Point-Klinge, aber dann wiederum hier mit so einer Art, Tanto-Anschliff, so ein angedeuteter Tanto-Anschliff. Es lässt sich vermuten, und da liegt man dann richtig, dass dieser Bogen nicht von ungefähr kommt, sondern wir haben hier eine hohlgeschliffene Klinge, die das Ganze relativ schneidfreudig macht. Hier diese Einfräsungen, die man bei einigen Clippoint und auch bei Bowie Klingen immer mal wieder findet. Ja, wir haben Titan Liner. Ich denke, ich spreche hier von einem Liner Lock. Wir haben Titan Bolster und Titan Liner darunter und echt Carbon Beschalung darüber mit einem sehr schönen, wie ich finde, einem sehr schönen Lichteffekt, einem sehr schönen Carbon Effekt. Also nicht einfach nur so gewoben, sondern absolut schönes, sehenswertes Carbon. Dann ist die Griffschale dazu auch noch, wie hier zu sehen, oben und unten so, ja, gefräst, konturiert. Blaue Titan-Hardware, hier so ein Verschlussplättchen, der dafür da ist, um den Clip von rechts nach links wechseln zu können. Einen 3D gefrästen Clip, der mich nicht stört, der eher insgesamt relativ schlicht und neutral gehalten ist. Gut, wie ich finde, dass er auch silber bzw. grau belassen wurde. Ich hätte es jetzt, glaube ich, nicht so schön gefunden, wenn der jetzt auch noch blau gewesen wäre. Farbtupfer sind genug drin, das reicht. Ja, der Clip hat eine sehr, sehr starke Vorspannung, hebt sich aber eigentlich auch relativ schön hier nach oben ab. Also man kann das Messer durchaus an der Hose anklippen. Ja, dann seht ihr hier drunter den Lock, wie ich finde, eher eigentlich noch ein Liner-Lock. Ich würde jetzt hier nicht von einem Frame-Lock sprechen wollen, da gibt es bestimmt wieder einige, die dagegen sprechen. Ich würde es jetzt einfach mal Liner-Lock nennen, das Kind. Dann haben wir hier ein Steel-Insert mit Overtravel Guard hier, den wir aber eigentlich auch gar nicht bräuchten, da wir ja hier ohnehin die Carbon-Beschalung haben. Ihr seht, die Oberfläche ist so relativ rau, also was heißt relativ rau, die ist also schon glatt, aber ein eher rustikales Finish, sandgestrahltes Finish. Die Klinge, wie gesagt, mit diesem, ja, so eine Clip-Point-Tanto-Mutant, würde ich mal sagen. Dann noch mit Hohlschliff, also da ist schon einiges Interessantes dran an der Klinge. Ein Two-Tone-Finish generell mit dem Stonewash-Finish hier und den Satinierungen, die dann hier zu sehen sind. Wir haben hier so eine Art Sägezahn-Jimping, das nach vorne hin gute Traktion bietet. Man hat generell eine relativ gute Handlage, aber ihr seht auch schon, ich habe Handschuhgröße 9. Für die riesengroßen Hände ist das einfach nichts. Generell ist das Messer ein...
Ja, ausgewachsen schon, aber da eher in der unteren Kategorie. Also ich würde mal eher von so einer Art Midsize-Messer sprechen. Ihr seht, im Hammergriff liegt es noch ganz gut. Vielleicht würde ich gerade noch so ein Fingerchen dann hinten dran noch bekommen. Aber wie gesagt, für die ganz großen Hände ist es halt nichts. Ja, wieder zur Klinge. Wir haben, wie gesagt, S35 VN Klingenstahl, einen pulvermetallurgischen Klingenstahl. Die Klinge ist sehr scharf ausgeschliffen. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die Kante hier oben ist relativ scharfkantig belassen worden. Vielleicht um die Möglichkeit nutzen zu können, hier einen Feuerstahl anreißen zu können oder dergleichen. Sonst auf jeden Fall sehr gelungen, wie ich finde, eine sehr schöne Klinge, auch mit diesem Bogen, der wie gesagt aus dem Hohlschliff hier resultiert, der ja, moderat bis fein ausläuft. Das messe ich gleich nochmal für euch. Ja, eine sehr schöne Achsschraube, die beidseitig gleich ist. Also wir haben keine Blende oder keine Hülse, sondern hier ist es von beiden Seiten einzustellen. Ja, ihr seht, ein Lanyard-Hole haben wir, um ein Fangriemen dadurch zu bremsen. Relativ viel Freiraum hier bis hinten hin, bis zum Titan-Backspacer, der hier auch noch mit so einem Jimping aufwartet. Ja, das haben wir die meisten eben bei den Backspacern. Hier nochmal so eine Art, ja, so eine Art Einfräsung, die wiederum hier mit der Klinge auch wieder ganz gut harmoniert, wie ich finde. Generell sonst ein sehr schlichtes, ein sehr neutrales Design, das aber überhaupt nicht unangenehm wirkt oder dergleichen. Also man hat hier so oder so. Ja, eine sehr gute Handlage, eine sehr neutrale Handlage. Für mich als Linkshänder ist es okay. Ich habe zwei Finger hier vor dem Clip, da stört mich der Clip nicht. Als Rechtshänder ja eigentlich sogar noch besser. Der Clip liegt hier hinten genau in der Beuge drin, da merkt man es auch überhaupt nicht. Sehr gut gemacht, dass das Jimping nicht schon irgendwo hier anfängt und hier aufhört. Da das Messer nicht die allergrößte Größe, wie gesagt, hat, hat man so also die Möglichkeit, aus dem Hammergriff einfach den Daumen drauf zu legen und man hat schon diesen Standard Messergriff, würde ich sagen. Und man hat schon den Druckpunkt dann auch schon relativ weit vorne. Das ist gut gemacht. Das hat Leongmar bei Riyadh schön in Auftrag gegeben. Ja, ansonsten nur wenige Punkte, die hier nicht überzeugen. Wir haben, wie gesagt, hier Titan Aligner. Irgendwo war es gerade das Licht besser da. Ihr seht also, das ist nicht ausgefräst oder skelettiert. Wobei das Gewicht auch so nicht sonderlich hoch ist. Also, dass man jetzt sagen müsste, es ist auffällig schwer. Wir haben Kugellager verbaut. Geschlossene Kugellager, also wie ihr hier seht, dass also nicht der Dreck direkt in die Lager hineinkommt. Der Klingenanschlag ist hier über diesen kleinen, relativ schmalen Bolzen. Der hat nur 3 mm. Das ist, naja, da bin ich etwas mehr so der Sicherheitsfanatiker. Da habe ich lieber 3,5 oder 4, vielleicht sogar einen 5 mm Bolzen, wenn das irgendwie technisch umsetzbar ist. Weil hier ja doch auch durch das Flippen dann auch schon gewisse Kräfte hier auf diesen Bolzen schlagen. Aber ich glaube, wir haben hier einen Stahlbolzen verbaut. Ihr seht hier, der Flipper-Tab, der liegt drüber und im geöffneten Zustand. Geht also auch die Klinge hier rüber. So wie sie es anfühlt, würde ich fast sagen, wir haben eine Detent-Rampe, weil der Detent eigentlich relativ schön überwunden werden kann. Da bedarf es nicht allzu viel Kraft und Aufwand, selbst wenn die Klinge sich noch vor dem Detent befindet. Ansonsten hält der Detent auch sehr gut. Der lässt die Klinge also nicht ungewollt los. Der Flipper-Tab ja, ist optisch jetzt nichts Besonderes. Das Jimping gibt aber eine gewisse Traktion und schützt dagegen vom Flipper-Tab abzurutschen und ja, flippt sehr gut. Wie gesagt, hier mit den Kugellagern. Es gibt weichere Kugellager. Ich habe Kugellager natürlich im Angebot, wie hier das IKBS. Die natürlich dann schon noch etwas leichter und weicher fallen. Wobei die Klinge jetzt auch nicht allzu lang und allzu schwer ist. Allerdings, ja, ein gewisses Eigengewicht bringt sich schon mit. Wie gesagt, ich habe da durchaus schon mal bessere
oder weiche Kugellager gesehen. Ist vielleicht dann aber nachher auch eine Einstellungssache, wobei die Klinge steht gut, die Klinge steht mittig. Da kann man nicht meckern. Der Lockup ist auch gut. Ich denke, das ist auch absolut okay, absolut im grünen Bereich. Ja, ich sprach davon, es gibt hier nicht viele Punkte, die mich stören. Allerdings einer, der darf bei einem Messer, das über 400 an die 500 Euro kosten, das darf da nicht mehr passieren. Muss man ganz klar sagen. Ihr seht es hier, trotz relativ großer Schleifkerbe haben die es nicht hinbekommen, den Anschliff sauber bis zu Ende hinten hin scharf zu bekommen. Jetzt gibt es dann wieder die, die sagen würden, ja, okay, da gehe ich selber dran. Aber muss man das bei einem Messer, das in dieser Preiskategorie herumfliegt, muss man da selber dran gehen oder ich weiß nicht. Also ich denke, das muss besser gehen. Also das ist nicht das, wofür man so viel Geld bezahlt, denke ich. Ansonsten eine sehr saubere Verarbeitung hier vom Übergang Titan-Carbon kaum zu spüren. Auch selbst hier in diesem angefrästen Radius, auch hier sehr sauber gearbeitet. Hier drüber steht nichts. Sehr schön gemacht. Und auch, ja, wie gesagt, die Auswahl des Carbons selber ist, denke ich, sehr gut gelungen. Ja, ansonsten ist es ein schönes Messer, das für mich persönlich vielleicht ein Tick zu klein noch ist. Das hier ist, ja, ich sag mal, vielleicht eine Idee größer wie ein Small Spencer. Das geht so in etwa in eine Größe mit dem Kingdom Armory Mini Samaritan. Das wirkt jetzt hier etwas größer, weil der Griff des Mini Samaritan schon sehr klein ist im Vergleich zur Klinge. Hier haben wir es etwas anders. Und dennoch sind die, denke ich, so ungefähr in einer Größenordnung. In etwa. Ne? Also nagelt mich jetzt nicht auf einen Zentimeter fest. Also für mich persönlich als EDC oder so eigentlich fast ein bisschen klein. Ich bin etwas verwundert, dass man eigentlich ein Messer, das vom Design her auch ruhig nochmal so 10 mm länger hätte sein können, dass sie das doch insgesamt dann doch so klein machen. Ja, also im Vergleich, hier haben wir den. Ja, das ist natürlich schlau. So, jetzt gehen wir mal ungefähr Achsschraube über Achsschraube. Das Bodega ist dann doch schon noch mal eine ganze Ecke größer, wie ihr seht. Ja, Li Yongma hat hier einen tollen Job gemacht und auch ein paar andere Designs finde ich durchaus ansprechend. Ja, also ich persönlich hätte es noch schöner gefunden, hätten sie es vielleicht mal noch 5 bis 10 mm länger gemacht. Also ich finde, das wird unheimlich gut zu dem Messer passen, denn wenn ich jetzt mal, ich muss hier mal aufstehen, Augenblick, wenn ich jetzt mal beispielsweise ein Muster an Bowie, ein Muster an Clipoint hier dagegen setze, dann glaube ich, hätte dieses Messer einfach eine Nummer größer, einfach noch besser gewirkt. Hier das Editions G Rudi van Poppel Bullet. Ja, das ist, glaube ich, eine optimale Größe für ein Bowie, für ein Clipoint-Folder aus meiner Sicht. Das hätte dem Leon Marleni einfach auch verdammt gut zu Gesicht gestanden, wie ich finde. Gut, nichtsdestotrotz und wie dem auch sei, ich muss jetzt kurz ein bisschen abräumen, glaube ich. Holen wir noch die Waage raus. So, ein Stück an die Seite. So. So, passt das, genau. Dass wir also auch auf einer Ebene sind und messen. Das Ganze mit Lanyard wohlgemerkt und mit Titanlead wiegt 117 Gramm. Ich denke, also viel, viel besser geht nicht. Also unter 120 Gramm für ein Messer, was dann doch letzten Endes auch stabil gebaut ist mit einer kräftigen Klinge, ist, glaube ich, aller Ehren wert. Und ich glaube, das passt. Wie gesagt, okay, es ist natürlich auch nicht das riesen Ding. Wir haben ungefähr 0,5 mm hinter der Schneidphase bei einer Anfangsstärke von 3,82, also ungefähr 3,8 mm. 0,5, das passt. 0,45 wäre natürlich nochmal schön gewesen. Aber gut, das bringt auch nichts, das Ding jetzt auf 0,2 runterzuschleifen, wenn du hier schon eine relativ massive Klinge oben hast. Eine Anfangsstärke
dann macht das auch nicht so viel Sinn. Wir haben effektiv scharf, ja, normalerweise 8,2 cm, allerdings durch den verkackten Anschliff sind das so 7,9 cm, 7,8 ungefähr nur. Also ein halber Zentimeter geht dabei drauf. Insgesamt ist die Klinge, ich messe jetzt mal so hier die Mittelstrecke, sind wir ungefähr bei 8,5 cm, bei einer Gesamtlänge von ziemlich genau 19 cm. Ja, für wen es noch wichtig ist, wen es interessiert, wir haben ja eine Breite des Folders, eine Breite des Messers von 13,35 mm. Also schon so ein kleines sturdy Messer, so eine kleine Wuchtbrumme, insgesamt relativ stabil gehalten. Ja, Leoma Lenny. Ein, wie ich finde, sehr ansehnliches, sehr schönes Messer von der Form her. Ja, wie gesagt, hier mit dem Anschliff. Bisschen schade. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen Lennys oder bei den anderen Messern ja auch so ist. Bei diesem ist es jedenfalls so. Bisschen schade drum. Naja. Gut, so viel zum Lenny Flipper von Leoma. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und ihr schaut auch weiterhin mal wieder vorbei auf meinem Kanal. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinseppen. Habt Spaß mit euren Messern und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.